Diesmal möchte ich Ihnen eine der ganz großen tonisierenden Rezepturen aus der chinesischen Medizin vorstellen, das Wuzhong Yizhitang, das milzstärkende, Mitte auffüllende Dekokt, gehört in die Gruppe der Blut- und Qi-tonisierenden Rezepturen. Andere Rezepturen, die Blut- und Qi tonisieren, sind das Si Yun Si Wan, das Gui Pi Wan, das Si Wu Wan oder das Yu Ping Feng Wan. Das Wuzhong Yizhitang ist eine der Rezepturen, die bei schwerem Milz-Qi-Mangel und absinkendem Milz-Qi eingesetzt werden. Eine mächtige Rezeptur, die verschiedenen Substanzen, die verschiedenen Kräuter, die eingesetzt werden, sind als Leitdroge, das Tragant, das Radix Astragali, Huang Qi, zur Unterstützung als Puffer, das Gan Cao, das Radix Glycerizae, dann zum Tonisieren des Blutes, das Radix Angelicae Sinensis, Dangui, das Radix Codonopsitis, Dangshen, als Ersatz für das Renshen, das Radix Ginseng, zum Bewegen von Qi und Blut, das Chenpi, die Pomeranzenschale, um das Ganze nach oben zu leiten. Wir sprechen vom absinkenden Milz-Qi, das Qi umkehr nach oben zu leiten, aus der Gruppe 1b nach Benski, das Radix Bupleuri, Chai Hu, und zum Mitte tonisieren und ein bisschen diuretischen, damit Nässe ausleitenden, das Baizu, Radix Attractilius Macrocephalae. Gucken wir uns die einzelnen Substanzen einmal an. Leitdroge, habe ich gesagt, ist das Radix Astragali, der deutsche Tragant, Huang Qi. Die Aufgabe oder Geschmack ist süß, Temperatur ist leicht warm. Der Bereich ist Milz und Lunge, wo es hauptsächlich drauf liegt. Wird Qi tonisieren, Qi auffüllend, ergänzt das Qi, hebt das Qi nach oben, hat eine gute Wirkung als Abwehrmittel, also stärkt das Wei Qi, die Abwehrenergie, stabilisiert die Oberfläche, wirkt diuretisch, leitet Eiter ab und hat auch eine emotional stabilisierende Wirkung. Die nächste Droge in diesem Dekokt, hat man gesagt, als Puffer ist das Gan Cao, das Radix Glycerizae, das Süßholz, eine süße Wirkung, leicht warm bis neutral vom Temperaturverhalten. Herz, Milz, Lunge, Magen als Zielorgane, wird leicht tonisieren, ein mildes Tonikum, Milz-Qi auffüllend, entgiftet, befeuchtet den Lungenfunktionskreis und leitet Schleim ab. Die nächste Droge in dem Wuzhong Yizhitang, dieser mächtigen Rezeptur, ist die Glockenwinderwurzel, ist das Dangshen, Radix Codonopsitis, als Ersatz für das Renshen, das Ginseng, auch süß vom Geschmack her, Temperaturverhalten neutral, Bezug zum Milz und Lunge, also Obra und Mittlerer Sanjiao, vermehrt das Qi, baut das Qi auf, ergänzt vor allem das Qi von Milz und Lunge und aus der chinesischen Sicht vermehrt es die Milchbildung, was chinesisch auch Xue in den Blutbereich gehört. Damit sind wir in der nächsten Gruppe. Wir haben gesagt, wir haben Qi-Tonika und wir haben bluttonisierende Substanzen. Eine der wichtigsten Substanzen für Tonisieren des Blutes ist das Engelskraut, chinesische Engelswurzel, Dangui, Radix Angelicae Sinensis, vom Geschmack scharf, süß, ein bisschen bitter dabei, eine warme Substanz, Bezug zu Leber, Leber kühlt in der Nacht das Blut, Leber, Milz und natürlich das Herz, blutnährend, blutaufbauend, harmonisiert die Menses, vertreibt Windnässe und durch Vertreiben von Windnässe löst auch Stagnation und lindert damit Schmerzen. Feste Schmerzen. Dann müssen wir sehen, dass wir das Qi und Blut bewegen. Dafür ist das Chenpi mit da drin, das Pericarpium Citri, Aurantii Reticulatae,
die Pomeranzenschale, wie wir sagen, ist scharf, ist bitter, vom Temperaturverhalten warm. Hauptbezugorte sind wieder die Lunge, Magen und Milz. Qi regulierend, Qi bewegend, Blut bewegend, Qi absenkend, reguliert die Mitte, trocknet die Nässe und hat eine schleimtransformierende Wirkung. Die nächste Substanz, die wir da drin haben, um das Qi nach oben zu leiten, ist aus der Gruppe 1b nach Bensky, das Huangqi Radix Bupleuri, das chinesisch Hasenohr, ein bitter, eher scharfer Geschmack da drin, Temperaturverhalten kühl, kühlende Substanz, Bezug zur Leber-Gallenblase, Bezug zum mittleren Erwärmer, zum Zhanjiao und zum Perikard, öffnet, reguliert, löst Shao-Yang-Störung. Da wird es ja heute in erster Linie eingesetzt, das Radix Bupleuri, Leitdroge im Pulver des heiteren Umhertreibers im Xiaoyaozan, wirkt fiebersenkend, reguliert das Leber-Qi und hebt das Yang-Qi nach oben. Was sind die, wenn man sich die Substanzen anguckt, was ist dann die Hauptrichtung oder wo würden wir erwarten, wo ist das Buzong Yizitang einzusetzen? Das absinkende Milz-Qi, also eine schwere Milz-Qi-Störung. Was sind die Symptome, die wir erwarten würden von diesen Patienten? Tiefe Erschöpfung, massive Erschöpfung, Burnout-Symptomatik, Lustlosigkeit, Antriebsmangel, aber auch Oberbauchsymptome, Blähung, weiche Stühle, morgendliche Stuhlentleerungen, Druckgefühl im Oberbauch vor dem Essen, nach dem Essen, Wärme im Oberbauch tut gut, Übelkeit, aber absinkendes Milz-Qi, die Milz hat die Haltefunktion im Körper. Das heißt eben auch solche Sachen wie Uterusvorfall, Rektumvorfall, aber auch das Blut in den Gefäßen wird nicht mehr richtig gehalten, das heißt Auftreten von Hämatomen. Klinisch aus Sicht der TCM, wenn wir uns die Zunge angucken, der Zungenkörper wäre geschwollen, wäre gedunsen, hätte deutliche Zahnabdrücke. Der Zungenbelag wäre vermehrt, wäre feucht, wäre weißlich. Der Puls schlüpfrig, kraftlos. Was wären dann Anwendungsbeispiele, so aus der westlichen Medizin, die wir uns angucken würden? Schwere, schwerste Erschöpfungszustände, Burnout-Symptomatik, Chronik-Fatigue-Syndrom, aber auch Rekonvaleszenz nach schwerer Erkrankung, nach bösartigen Tumoren, nach Polychemotherapie, nach Radiation, nach Strahlentherapie, Tuberkulose, immer wiederkehrende Infekte bis hin zum Immundefizitsyndrom, zur HIV-Symptomatik. Also das Buzong Yizitang, eine der massivsten, größten, fulminantesten Rezepturen, um Qi und Blut aufzubauen und schwere Erschöpfungszustände zu therapieren.